Kurz vor dem Jahrestag des endgültigen Brexit-Vollzugs warnt ein britischer Lebensmittelverband erneut vor Engpässen. Hintergrund sind neue Kontrollen bei Importen vom 1. Januar an. Lieferungen aus der EU müssen dann vorab und vollständig beim britischen Zoll angemeldet werden. Durch die Umstellungen seien Verzögerungen zu Jahresbeginn wahrscheinlich. Und es wäre nicht das erste Mal, dass Supermarktkunden im Zuge des EU-Austritts durch Lieferkettenprobleme vor leeren Regalen stehen. Auch Treibstoff war auf der Insel nach dem Brexit zwischenzeitlich Mangelware. Es war vor genau einem Jahr, als Johnson seinen Brexit-Deal im Parlament endgültig und euphorisch verabschiedete. Wir haben den Brexit durchgezogen, lasst uns nun auch diese Chance ergreifen. Stattdessen aber folgt eine Krise der nächsten. Das anfängliche Chaos an den Grenzen legt sich zwar bald, weil keiner mehr kommt. Die Folge davon aber: leere Supermarktregale, monatelang fehlen viele 10.000 Lkw-Fahrer. Bis heute haben mehr als 200.000 EU-Bürger Großbritannien verlassen. Den so entstandenen Arbeitskräftemangel spürt vor allem die britische Gastronomie. Viele Restaurants haben so nur noch tageweise geöffnet. Es ist ein Desaster. Und ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Ich kenne niemanden in dieser Branche, der den Brexit noch für eine gute Idee hält. Laut der unabhängigen Aufsichtsbehörde OBR ist das britische Bruttoinlandsprodukt durch den Brexit in diesem Jahr um 4% gefallen. Letzten Umfragen zufolge denken mittlerweile auch 60% der Briten insgesamt, dass der Brexit ihnen eher geschadet hat, auch viele Befürworter. Für das Land ist das nicht so gut. Aber wir haben nun mal dafür gestimmt und jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und so ist auch nach dem ersten schwierigen Jahr in Sachen Brexit von der britischen Regierung vorerst keine Kursänderung zu erwarten. Fragen dazu an Gerhard Dannemann, Direktor des Großbritannien-Zentrums der Humboldt-Universität. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag, Herr Dakowski. Vor einem Jahr hatte der britische Premierminister Johnson ja stolz das Freihandelsabkommen mit der EU präsentiert und versprochen, das werde nun noch mehr Handel mit den europäischen Freunden ermöglichen. Warum ist daraus nichts geworden? Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen ist ein Austritt aus der Europäischen Union nicht mit mehr, sondern mit weniger Handel verbunden. Das, was da ist, wird einfach schwieriger durch Zollformalitäten und durch Abgleiche von Standards, die dann unterschiedlich sein können. Und das ist wohl etwas verschwiegen worden. Dazu kommen natürlich noch die weiteren Verhandlungen, die nicht optimal geführt worden sind, wo noch sehr, sehr viele Sachen offen sind. Der Nordirland-Konflikt ist nicht leichter geworden dadurch. Wir haben gesehen, dass auch Covid ein Faktor ist, der den Brexit nicht leichter macht. Diese beiden Phänomene machen das Leben insgesamt schwieriger und führen dann eben halt auch zu diesen Engpässen an Lkw-Fahrern, dass Briten eben halt über mehrere Wochen hinweg Schwierigkeiten haben, an Benzin zu kommen, dass die Regale in den Supermärkten teilweise leer sind. Da kommen diese Faktoren zusammen. Das war etwas blauäugig sicher, was Boris Johnson da Ende letzten Jahres verkündet hat, und es ist eben halt nicht so gut geworden, wie er da gehofft hatte. Ja, blauäugig, oder würden Sie sagen, er hat ganz genau gewusst, dass das nichts werden konnte? Na, ich weiß es nicht so genau. Wir spekulieren ja jetzt, ob er schon damals sich vorgenommen hatte, sich nicht an die Vereinbarung zu halten. Er hat ja damals seinen Landsleuten verkündet, dass alle, die irgendwelche Zollformulare vorgesetzt kriegen in Sachen Handelsaustausch zwischen Nordirland und dem Rest Großbritannien, die mögen sie einfach zerreißen oder an ihn schicken. Es werde keine Kontrollen geben, die allerdings fest vereinbart waren in diesem Abkommen. Wen er damals täuschen wollte oder ob er sich da überhaupt keine Gedanken zu gemacht hat, das lässt sich schwer wahrscheinlich nachträglich feststellen. Aber das war natürlich kein geglücktes Abkommen. Das ist sehr, sehr, sehr schnell zusammengestellt worden, kurz eben vor Weihnachten. Da hat sich nachteilig eben halt ausgewirkt, dass man alles erst ganz zum Schluss festschnüren wollte, um, wie man meinte, dann bessere Karten zu haben. Das hat nicht funktioniert. Und danach hat man einen sehr konfrontativen Verhandlungsstil an den Tag gelegt, der auch nicht sehr hilfreich war. Ja. Und insgesamt sieht es halt aus, Brexit ist nicht fertig, es geht weiter, es wird über Jahre noch weitergehen.
Aber dann hatte Johnson natürlich auch noch Pech, dass ihm die Pandemie dazwischen gekommen ist. Würden Sie sagen, es kann sein, dass sich das Blatt noch wendet und man die gegenwärtigen Probleme später als Anfangsschwierigkeiten abhaken kann? Also es wird dauerhaft weniger Handel geben zwischen Großbritannien und der EU, als es bei einem Verbleib Großbritanniens gewesen wäre. Das schon genannte OBR, Office for Budget Responsibility, schätzt 4% weniger Bruttosozialprodukt dauerhaft, während gegen Covid Großbritannien wahrscheinlich nur 2% des Bruttosozialprodukts gekostet haben wird. Und das zeigt so in etwa die Dimension. Man hat einfach nur gehofft, man würde das durch mehr Handel mit anderen Gegenden der Welt ausgleichen können. Aber das sind Größenordnungen, 4% Bruttosozialprodukt, da kriegt ein Handelsabkommen mit Australien, was inzwischen abgeschlossen wurde, keine nennenswerten Vorteile oder Ausgleiche hin. Das wird dauerhaft sicher kein wirtschaftlich vorteiliger Akt Großbritanniens gewesen sein, aus der EU ausgeschieden zu sein. Man hat die politischen Freiheiten, die man haben wollte. Nun war die britische Bevölkerung in der Brexit-Frage ja bis zum Schluss gespalten. Die Brexit-Befürworter waren nur knapp vorne. Und wenn jetzt die Unzufriedenheit in der Bevölkerung größer wird, was würden Sie sagen? Worin kann das politisch münden? Es ist tatsächlich so, dass eine stabile Mehrheit inzwischen meint, dass es ein Fehler war, aus der EU auszusteigen und dass es auch nicht gut gelaufen ist insgesamt. Aber ich sehe keine Mehrheit in der britischen Bevölkerung, dieses Thema nochmal anzufassen und sich zu überlegen, ob man nicht doch wieder der EU beitritt. Ich glaube, Brexit wird langsam als politisches Thema in Großbritannien sich ausklinken und auslaufen. Und die gegenwärtige Regierung wird an ganz anderen Sachen gemessen werden, als darin, wie gut Brexit jetzt funktioniert hat. Da ist auch eine gewisse Müdigkeit sich in der britischen Bevölkerung da in Brexit-Fragen, das noch politisch weiter hochzuhalten. Aber wir sehen ja durchaus Fliehkräfte, nicht? Schottland will ein weiteres Referendum über die Unabhängigkeit. Könnte Großbritannien, wie wir es bisher kennen, tatsächlich langfristig zerfallen? Das ist eine Möglichkeit in der Tat. Also die schottischen Nationalisten haben natürlich Morgenluft gewittert über den Brexit und weil ja die Mehrzahl, die sehr klare Mehrzahl der Schotten dagegen gestimmt hat und Europa freundlicher ist. Das ist immer noch möglich, dass es da ein zweites Referendum gibt und Großbritannien eben halt einen Teil Schottland verliert. Genauso brisant mindestens ist Nordirland völlig ungeklärt im Moment, obwohl man doch dieses Nordirland-Protokoll verabschiedet hatte, was das alles regeln sollte. Aber das wird jetzt von Großbritannien so nicht mehr anerkannt, soll grundneu verhandelt werden. Und die Lage dort spitzt sich auch gerade zu. Es gab schon erste Gewalttätigkeiten. Nordirland ist das Pulverfass weiterhin. Und es ist sehr, sehr, sehr gefährlich, was da noch auf Großbritannien zukommt in Sachen Brexit-Folgen. Ungelöste Probleme bisher, trotz des Nordirland-Protokolls. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dannemann. Gerne.